Schauen wir uns einmal an, wie viel ein Arbeiter eigentlich kostet und wie viel dann schlussendlich beim Arbeiter als Nettogehalt ankommt. Nehmen wir den Fall an, dass ein Arbeiter einen Bruttolohn von 2000 Euro bekommt. Von diesem Bruttolohn von 2000 Euro bekommt der Arbeiter netto, also das heißt ausbezahlt, 1408,03 Euro. Denn von dem Bruttolohn gehen zunächst 227,97 Euro als Lohnsteuer ans Finanzamt und dann noch 18,2% von 2000 Euro, das sind 364 Euro, als Sozialversicherungsdienstnehmerabgabe an die Krankenkasse. Zusätzlich zu diesem gesamten Bruttolohn von 2000 Euro muss der Arbeitgeber noch 23,23% Sozialversicherung an die Krankenkasse abführen, was in diesem Fall zusätzliche 434 Euro bedeutet. Damit ist aber noch nicht genug. Das Finanzamt möchte noch zusätzlich 4,5% Dienstgeberbeitrag und in Vorarlberg 0,39% Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag. Das macht zusammen 97,80, was der Arbeitgeber noch ans Finanzamt zu bezahlen hat. Auch die Gemeinde braucht noch Geld und somit gehen 3% vom Bruttolohn, in diesem Fall 60 Euro, als Kommunalsteuer an die Gemeinde. Das alles macht zusammen einen gesamten Aufwand für diesen Arbeiter, für den Arbeitgeber in der Höhe von 2591,80 Euro. Und von diesen 2591,80 Euro, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer aufwenden muss, kommen schlussendlich nur 1408,03 Euro, das sind 54% des Aufwands, beim Arbeiter als Nettogehalt an.